So, wer die ersten Videos gesehen hat, der weiß schon, jetzt wird geübt. Üben meine ich. Ihr schreibt die Aufgaben ab. Das, was gelb unterlegt ist, das ist gesucht. Erinnert euch an das andere Video. Macht es jetzt selber. Drückt jetzt die Pause-Taste. Ich drücke auch die Pause-Taste. Danach kommt gleich die Auflösung. Weiter geht's. Hier ist die Auflösung. V mal T ist es. Wir lassen ruhig diese gesuchte Größe auf der rechten Seite. Da ist es besser. Gut, ich habe das hier nochmal mit Blau gemacht. Und hier nochmal, Achtung, der erste Schritt. Es ist übel, wenn das Gesuchte unter dem Bruchstrich steht. Naja, erstmal lösen wir das. Was stört uns? Es stört uns durch I, also sagen wir erstmal mal I. Gut, ist eine Zeile mehr, aber jetzt können wir leichter rechnen. Das ist ja immer noch gesucht, das I. Also kann ich sagen, gut, jetzt nach dem üblichen, es stört mal R, also durch R und dann habe ich es raus. Nächste Aufgabe, nochmal, eigentlich die vom Erklärvideo, klar. Das schadet nicht, den Weg der Erkenntnis nochmal zu gehen. Pause-Taste drücken, selber lösen und dann sehen wir uns wieder. Habt ihr es auch so? Müsste, ne? Das nächste Video. Ja, das nächste Bildchen. V1 ist gesucht, L2 ist gesucht. Na denn. Pause-Taste drücken, wir sehen uns dann wieder. Selber lösen jetzt, ne? Na, müsste eigentlich gehen, ne? Gleich mal eine bisschen typischere Aufgabe aus der Chemie. Beispiel, ich habe eine stöchiometrische Gleichung. Ihr müsst das gar nicht wissen, wenn ihr das Wort noch nicht mal gehört habt. Und ihr wollt was ausrechnen. Da steht 24 Gramm geteilt durch 2 U ist gleich M, was wir noch nicht wissen, durch 16 U. Nur stur sein. Einfach, ob ich nur mit Zahlen oder auch mit Buchstaben und Zahlen rechne, ist vollkommen egal. Oder hier, antiproportionale Zuordnung. Ich habe 8 LKW und schaffe eine gewisse Arbeit in 3 Tagen, wenn ich 8 LKW habe. Jetzt sind mir 2 ausgefallen, ich habe also nur noch 6 LKW. Wie lange brauche ich jetzt? Wahrscheinlich ein bisschen länger, ne? Ich habe ja bloß noch 6 zur Verfügung. Macht's mal. Pause-Taste drücken und dann sehen wir uns wieder. Na, ich vermute, ihr seid wenigstens bis hierher gekommen, also die Zeile, ohne zu rechnen jetzt erstmal. So, und jetzt machen wir mal die ganze Sache zu. Machen wir den Sack dicht. Ich sage, okay, Buchstaben kann man ja kürzen. U und U gehen beide durch U. U durch U ist 1. Na, U durch U ist auch 1. Jetzt bin ich das U schon los. Die Einheit Gramm wird wohl bleiben. Merkt ihr was? Das ist ein Riesenvorteil, wenn man das macht. Man kann also ganz schick solche Sachen lösen. Jetzt habe ich hier eine 2 und eine 16 oder eine 24 und eine 2, die ich beide durch 2 kürzen kann. Kürzen wir mal die 16. Also, 2 durch 2 ist 1, 16 durch 2 ist 8. Jetzt heißt ja die Aufgabe 24 Gramm mal 8. Also wird hier irgendwas mit Gramm rauskommen. Kann ich schon mal hinschreiben. Ist gleich M. So, und jetzt 8 mal 4. Jetzt kommt halbschriftliches Multiplizieren. 8 mal 4 ist 32. 8 mal 2 ist 16 und 3 ist 9. 10. 192 Gramm kommt raus. Machen wir das gleiche hier. Ich kürze mal wieder in grün. Was kann man kürzen? LKW. Und LKW gehen beide durch LKW. Wenn ich durch LKW teile, bleibt eine 1 übrig. Nicht einfach wegstreichen. Wir sind hier nicht im Kindergarten. So, dann die 3 und die 6. Die kann ich beide durch 3 kürzen. Dann bleibt hier eine 1 stehen und hier eine 2. Und jetzt kann ich die 8 und die 2 nochmal kürzen, aber das wird albern. Achtung, die Einheit wird D wie Tage. Ich habe hier oben 1 mal 1 mal 8 mal 1 mal 1 durch 2. 8 durch 2 ist 4. D, 4 Tage. Wunderschön, man hat sogar schon die Einheit dabei. Ich hoffe mal, das genügt. Wem das nicht genügt, der soll sich, also der sollte sich dann nochmal andere Videos angucken. Hier ist ab und zu mal ein Link zu sehen und zum Schluss mache ich jetzt auch entsprechende Links. Also das müsste wohl klappen. Gut. Ja, ich hoffe, das Üben hat geholfen.